Hallo, Servus und grüß euch, der Müller von der Dezentrale.at. Heutiges Thema, auch mit dabei, MMT, Modern Monetary Theory. Doch zuerst schauen wir uns jetzt mal an, was denn gerade so in der Welt passiert und an was nicht allem das Coronavirus schuld ist. Ich möchte mich hier also wirklich explizit auf die Inflation, also auf die Inflation eingehen und im späteren Teil des Videos dann über MMT. Also fangen wir an. Wir haben mittlerweile erfahren, oder es wurde zumindest schon des Öfteren veröffentlicht, dass die Wirtschaftsleistung im Euroraum irgendwas zwischen 3 und 5% schrumpfen wird. Okay? Also das heißt, im Jahre 2020 wird das BIP irgendwas, also das Bruttoinlandsprodukt, jeweils um 2 bis 5% schrumpfen. Okay, gut. Jetzt, wenn wir das mal in Verbindung bringen mit der Inflation, respektive die Gegenüberstellung, sich im Umlauf befindliche Währungseinheiten gegenüber dem Wirtschaftswachstum. Okay, also das bedeutet, dass wir die EZB und mehr oder weniger alle Zentralbanken auf der Welt sagen, dass sie versuchen, die Preise stabil zu halten und deshalb irgendwo rund 2% jährliche Inflation anvisieren. Gut. Jetzt, ich habe schon diverse Videos über diese Inflationsnummer gemacht. Die werden jetzt immer wieder so ein bisschen aufpoppen hier oben. Auch dann später zu Modern Monetary Theory, da habe ich auch schon einiges gemacht. Auch das wird dann einfach im Verlaufe des Videos aufpoppen. Doch schauen wir uns jetzt mal an. Inflation, also wie entsteht die wirkliche Inflation? Also nicht diese Warenkorbnummer, die ist völlig uninteressant, sondern die reale Inflation. Die reale Inflation hat zu tun mit der sich in Umlauf befindlichen Währungsmenge und dem Wirtschaftswachstum. Okay? Also das bedeutet, angenommen jetzt, die Wirtschaft wächst in einem Jahr um 2%. Das bedeutet, wenn die Währungsmenge auch um 2% steigt, dann haben wir stabile Preise, okay? Weil dann haben wir im Prinzip eine Nullinflation oder eine Inflation von 0%, also absolut stabile Preise. Wenn jetzt die Wirtschaft um 2% wächst und die Währungsmenge mehr wächst als diese 2%, dann ist die Differenz zwischen dem Wachstum der Wirtschaft und dem Wachstum der Währungsmenge ist die Inflation, sofern die Währungsmenge stärker wächst als die Wirtschaft. Ist es umgekehrt, also sprich die Wirtschaft wächst mehr als die Währungseinheiten, die im Umlauf sind, dann reden wir von Deflation. Das bedeutet, dass die Preise eigentlich geringer werden. Okay, gut. So viel mal dazu. Gut, jetzt schauen wir uns die heutige Situation an. Wie schon erwähnt, die ganzen schlauen Leute gehen davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr, also im Jahre 2020, zwischen 3 und 5% schrumpft. Okay? Das bedeutet jetzt, wenn die Währungsmenge, die sich im Umlauf befindliche Währungsmenge, im Jahr 2020 konstant bleibt und die Wirtschaft aber schrumpft, dann haben wir quasi eine Inflationsrate um eben dieses Schrumpfen der Wirtschaft. Weil in dem Fall wird es halt nicht mehr Geld, sondern die Wirtschaft geht zurück. Also das Verhältnis ist dann wieder, wir haben mehr Währungsmengen gegen weniger Wirtschaft. Also das bedeutet,
das Schrumpfen der Wirtschaft, also diese 3 bis 5%, generieren automatisch eine Inflation, sofern die Währungsmenge konstant bleibt. Klar soweit? Ich denke schon, oder? Ist nicht so kompliziert. Gut, doch was sehen wir jetzt gerade weltweit? Wir wissen, die Wirtschaft schrumpft und auf der anderen Seite werden Nothilfen und Härtefonds und in Amerika drüben sogar Helikoptergeld, also sprich, jeder Amerikaner kriegt einen Scheck über 1200 Euro, einfach so, weil es Amerika kann. Also das heißt, und dann diese Milliardensicherheiten, jetzt reden Sie schon vom EMS, also sagen wir jetzt mal so, vom Sicherheitsschirm der Europäischen Union, dass der angewendet wird und das sind wieder, weiß ich nicht, 200 Milliarden oder wie viel auch immer. Also mit anderen Worten, es wird gerade momentan weltweit Geld gedruckt, dass die Tür nicht zugeht. Okay? Das sind Millionen, Milliarden, Billionen, eventuell sind es Billiarden weltweit sicher. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite die schrumpfende Wirtschaft, das ist nun mal so, weil jetzt weder produziert wird, also entweder kann man nicht produzieren, weil eben Teile für die Produktion fehlen, weil die Lieferketten unterbrochen sind, oder man kann nicht produzieren, weil die Mitarbeiter nicht in der Firma sind. Dasselbe gilt na natürlich für Geschäfte und Läden, die haben entweder kein Material, das sie verkaufen können, oder sie müssen geschlossen halten. Also dementsprechend generieren die natürlich auch keine Umsätze. Das nächste, was noch dazu kommt, ist natürlich, dass jetzt die halbe Welt quasi zu Hause sitzt und deshalb natürlich auch weniger Geld ausgibt. Also, ich meine, ich sehe das bei mir, ich beschränke mich aufs absolut Nötigste. Aber da ich nicht zur Arbeit fahren muss, brauche ich kein Benzin für mein Auto und, und. Also die ganzen Dinge, die ich normalerweise kaufen würde, das passiert nicht, weil ich es nicht brauche. Und wir alle wissen nicht, wie lang dieser Lockdown noch anhält. Also das heißt, bin ich natürlich sparsam, dass ich mit meinen Reserven möglichst lange durchkomme. Okay? Also das heißt, wir haben neben dem Produktionseinbruch, haben wir auch den Einbruch insofern, dass die Menschen halt viel, viel weniger Geld ausgeben. Okay? Also darum, Wirtschaft geht in den Keller. Und auf der anderen Seite haben wir Notenbanken und Staaten, die Garantien rausgeben, dass es eine Freude ist. Gut, das einfach nur mal, dass ihr es gehört habt, dass ihr mal selber überlegen könnt, wie schlau ist denn das eigentlich, was da gerade produziert wird? Oder respektive, wohin führt uns das? Okay? Weil irgendwann ist diese Pandemie vorbei. Das ist nicht das Thema, das wird passieren. Aber das ganze überschüssige Geld, also dieses Missverhältnis zwischen Währungsmenge und Wirtschaftsleistung, das bleibt bestehen. Das ändert sich ja nichts. Also, wenn die Pandemie durch ist, kann es eventuell sein, dass diese Hilfskredite und so ein bisschen runtergehen. Aber die so schon draußen sind, die sind draußen. Es ist nun mal so. Okay, also da wird noch was auf uns zukommen. Jetzt zum eigentlichen Thema MMT. Und da picken wir nur eine Sache raus, nämlich das MMT sagt, dass zum Beispiel all diese Kredite, die jetzt rausgegeben werden, genauso staatliche Rentenfonds oder Pensionsversicherungen, die sind absolut sicher, weil der Staat ja sein eigenes Geld druckt. Wobei, da muss man jetzt aufpassen, in Europa ist es ein bisschen schwieriger, weil die einzelnen Länder nicht mehr ihre eigenen Währungen haben, sondern die hängen alle am Euro. Okay? Bei den Amis zum Beispiel oder beim Schweizer Franken, die haben ihre eigene Währung, nämlich den US-Dollar oder die Schweizer Franken. Und solange der Staat von Amerika Geld drucken kann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, können die auch nicht insolvent werden. Ist klar, weil, okay, dann braucht man halt mehr Geld, dann druckt man halt wieder welches. Jetzt kommt aber eine kleine Geschichte, die das zumindest ein bisschen einschränkt. Es ist nämlich so,
Man muss sich fragen, wie finanzieren sich Staaten? Also wie kommen Staaten an ihr Geld? Das ist zum einen klarerweise die Steuern, die sie erheben für alle möglichen und unmöglichen Dinge. Aber das eine sind die Steuereinnahmen. Und das andere sind im Prinzip die Staatsanleihen. Also das heißt, wenn ein Staat Geld braucht, dann gibt er Staatsanleihen heraus. Und diese Staatsanleihen wiederum werden an den Kapitalmärkten versteigert. Okay? Also in einem normalen Marktumfeld sind das Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, was auch immer. Also im Prinzip die Wirtschaft, die dann quasi diese Staatsanleihen ersteigert. Okay? Und im Normalfall, also eigentlich immer, kriegt der, der am wenigsten Zinsen auf diese Staatsanleihen verlangt, der bekommt dann diese Staatsanleihen oder respektive der kann sie kaufen. Okay? Also, wir haben zum einen die Steuereinnahmen und wir haben zum anderen den Kapitalmarkt. Jetzt ist es so, dass auch schon in den letzten 10 Jahren, also während und nach der Krise, dass auch Zentralbanken angefangen haben, solche Staatsanleihen zu kaufen. Okay? Also, soweit, so gut. Jetzt MMT, also Modern Monetary Theory, sagt jetzt aber, dass die Staaten jederzeit selber ihr Geld drucken können. Und das ist in der momentanen Situation oder zumindest in der Situation bis vor ungefähr einer Woche, war das nicht wirklich der Fall. Okay? Weil das hätte nämlich bedeutet, dass die Notenbanken einfach irgendwie Kohle machen, wenn der Staat sagt, hey, ich brauche mal wieder, weiß ich nicht, 20 Milliarden, mach mal. Und dann hätten die das einfach gedruckt. Das war bis anhin nicht der Fall. Doch, das hat sich geändert. Und da möchte ich euch kurz was zeigen. Und zwar hier, das ist auf Zero Hedge. The Fed and the Treasury have now merged. Also das heißt, das Treasury, also quasi das Finanzamt oder das Finanzministerium quasi und die Notenbank sind jetzt quasi eins. Okay, das war früher getrennt, aber die sind sich jetzt wesentlich näher gekommen. Dasselbe Bank of England, Tabubruch. Bank of England finanziert Staatsausgaben direkt durch die Notenpresse. Okay? Also was bedeutet das? Das bedeutet genau das, was MMT immer wollte. Nämlich, dass jetzt der Staat seine Kohle selber drucken kann. Okay? Also er braucht den Umweg über die Kapitalmärkte, über diese Staatsanleihen nicht mehr, sondern die Notenbanken machen das jetzt direkt. Einfach so, weil sie es halt eben können. Okay, also das ist ein Paradigmenwechsel, der beachtenswert ist. Und die Schuld, eh klar, wird natürlich dem Coronavirus zugeschrieben, das ist schon klar. Aber wie gesagt, das muss man im Auge behalten. Vor allem sollte man in diesem Zusammenhang im Hinterkopf behalten, ein Zitat von Amschel Mayer-Rothschild. Der hat, das muss irgendwann in den 20er oder 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen sein, der hat gesagt, mich interessiert nicht, wer die Gesetze macht, solange ich die Währung kontrolliere. Okay? Und einfach das mal im Hinterkopf behalten, jetzt sind wir so weit, dass der Staat direkt jederzeit Währungseinheiten drucken kann, jederzeit, ohne den Umweg über die Kapitalmärkte. Und eben dieses nette Zitat vielleicht im Hinterkopf behalten. Ja, das war's von meiner Seite, aber es war mir jetzt wichtig, dass ihr das mitkriegt, weil ich bin da heute in der Früh drüber gestoßen, über diese ganzen Blödheiten, die da gerade am Laufen sind. Okay? So wie immer, wenn es gefallen hat, ein Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Anmerkungen, Kritik und sonstige Geschichten, wie immer, bitte unten in die Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch geruhsame Ostern. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss euch.